Hey, du interessierst dich also für unser Unternehmen Coveris? Wie du in diesem Video sehen wirst, dreht sich hier alles um das Herstellen von Verpackungen. Wir Azubis sind stets in allen Schritten beteiligt, wie jeder andere Arbeiter auch. Alles fängt bei der Extrusion an. Hier werden Kunststoffgranulate im Extruder geschmolzen und anschließend mit Hilfe eines Blaskopfes in die Höhe geblasen. In 14 Metern Höhe angekommen, wird die Folie dank der Maschine nach unten transportiert, wo sie zur weiteren Bearbeitung aufgewickelt wird. Ist die Folie fertig aufgewickelt, erfolgt der Weitertransport in die Druckerei. Was dort passiert, erzählt euch mein Kollege Steven. Hey, in der Druckerei angekommen, werden je nach Wunsch des Kunden die entsprechenden Motive auf die Folie gedruckt. Um verschiedene Druckmotive drucken zu können, müssen nach Abschluss eines Auftrags die Druckzylinder ausgetauscht werden. Sobald die Folie fertig gedruckt ist, wird sie in der Kaschierung weiter bearbeitet. Was genau dort passiert, erklärt euch Sören. Moin, damit sind wir jetzt bei der Kaschierung angekommen. Dort werden zwei oder drei Folien miteinander verklebt, damit das spätere Endprodukt die Eigenschaft aufweist, die es benötigt. Kein Folientyp weist alle Funktionen auf, die gewisse Produkte benötigen. Eine Brötchenverpackung beispielsweise, die bei Raumtemperatur im Supermarkt liegt, muss die Brötchen für einen längeren Zeitraum frisch halten. Das Druckbild muss gut aussehen und auch gute Siegeleigenschaften aufweisen, damit die Folie gut geschweißt ist. Zum letzten Produktionsschritt erzählt euch mein Kollege Leon mehr. In der Konfektion erfolgt der letzte Schritt bis zur versandfertigen Folie. Hier werden mithilfe der Rollenschneider die Folienrollen nach Kundenwunsch auf die gewünschte Größe zugeschnitten. Dabei entstehen leider auch Folienreste, die aber ebenso wie mangelhafte Folie dank unserer Recyclingmaschine zurück in Kunststoffgranulate verarbeitet werden kann. So kann man diese wiederverwenden. Sind die Folienrollen fertig geschnitten, werden diese mithilfe von Robotern gestapelt. Anschließende Aufgaben übernimmt die Logistik, die den Versand vorbereitet. So, das war unsere Produktion im Schnelldurchlauf. Wenn du Bock hast, mach doch gerne mal ein Praktikum bei uns oder informiere dich direkt über eine Ausbildung. Gerne nehmen wir dich auch mal in den Bürobereich mit, denn dort bieten wir auch viele Berufschancen an.